Warum sitzen Sie nicht immer im Plenarsaal, wenn Parlamentsdebatten im Fernsehen übertragen werden? Das liegt häufig an der Parallelität der hier stattfindenden Termine. Der Deutsche Bundestag ist ja ein arbeitsteiliges Parlament. Das heißt, wenn Plenarsitzung stattfindet, zum Beispiel heute Mittag schon am Mittwoch, ist gleichzeitig noch Ausschuss und die Redezeiten sind verteilt. Das heißt, man entscheidet hier nach Wichtigkeit, wo man welches Gremium besucht. Und deshalb ist der Plenarsaal nicht bei allen Debatten prall gefüllt. Wie bewältigen Sie die zahlreichen Termine in Berlin und dem Wahlkreis? Das erfordert ein genaues Zeitmanagement, aber es ist der Schwerpunkt in der Regel so, dass Wahlkreisarbeit in den sitzungsfreien Wochen des Deutschen Bundestages stattfindet und während der Sitzungswochen in Berlin natürlich dort die Priorität liegt. Vorsitzender des Kreistages im Burgenlandkreis und Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Wie vereinbaren Sie diese Ämter? Also ich glaube, durch dieses Amt in der Kommunalpolitik behält man die Bodenhaftung und man ist natürlich gezwungen, dort entsprechend Terminorganisationen auch vor Ort wahrzunehmen. Und damit bekommt man aber auch hautnah mit, wie kommt denn das in Berlin beschlossene Gesetz vor Ort an? Was hat Verwaltung noch dazu gemacht? Was hat sie gelegentlich weggelassen, was uns stört? Und man kann also direkt auch auf Dinge dort Einfluss nehmen. Sie nutzen die neuen Medien, vor allem Facebook. Warum? Ja, ich freue mich erstmal, dass es die neuen Medien gibt. Zu Facebook musste mich mein Büro auch erst überreden und macht das zum Teilweise heute noch selber, also nicht immer ich. Aber ich habe auch erkannt, dass man dadurch sehr schnell Kontakt auch in einer viel größeren Fülle, hauptsächlich auch zu jungen Menschen aus dem Wahlkreis bekommen kann. Was haben Sie in dieser Legislaturperiode für Ihren Wahlkreis Burgenland-Saale-Kreis erreicht? Ja, wir haben viele Dinge sicherlich bewegt. Manche kann man nur gemeinsam, aber wenn es vielleicht zwei spezielle Dinge sind, die wir auch auf dem Wahlkreis abstellen können, dann glaube ich schon, dass es die Neuordnung der Arbeitsverwaltung ist. Zum Beispiel, dass das Jobcenter im Burgenlandkreis jetzt in Kreisträgerschaft ist. Wir also dort auch entscheidenden Einfluss auf die immer noch viel zu hohe Arbeitslosigkeit nehmen können. Und wenn ich ein zweites Thema nenne, zum Beispiel die ganze Bundeswehrreform, Abschaffung der Wehrpflicht, Freiwilligenarmee, damit einhergehend große Veränderungen bei den Standorten. Dann glaube ich, wenn es gelungen ist, in Sachsen-Anhalt, auch in meiner Heimatstadt, die Bundeswehrstandorte zu erhalten, dann bin ich da zumindest sehr froh drüber.